So, und weiter geht es. Ich hoffe, dass jetzt durchs Rendern, weil ich renne jetzt gerade den 16 Uhr Part für heute, hoffe ich, dass es weiterhin alles ordentlich und gemächlich aufnimmt. Bisher sieht's gut aus. So, wir kraulen Grunz nochmal. I don't know. Just throw him a stick. I can't. I'm stuck doing scratchings. Aber das ist. Das ist doch nicht der Rücken gewesen. Naja. So wäre ja cool, wenn ich für die komplette Woche Haven fertig kriegen würde. Depends on how you define rust. A kind of ruddy substance that dissolves in flow? Then it's not rust. It has the same components, but no matter how much flow I throw at it, it won't budge. On the contrary, flow seems to evaporate when they come into contact. Evaporate? Yeah. I don't know if that's the right word. It's absorbed, consumed? I mean, it disappears. Oh yeah. Then it's like hyper rust. If you will. So, to summarize, hyper-rust dissolves flow, which dissolves rust. Maybe rust dissolves hyper-rust. That would be like rock, paper, scissors. No, no, rust and hyper-rust, as you call it, have no effect upon one another. Too bad. I really like rock, paper, scissors. I win every time. I know. And I still don't understand how you do it. It's statistically impossible. If you think rock, paper, scissors has to do with statistics, you have really missed the point of rock, paper, scissors. One day I will uncover this mystery. All in due time. First, hyper rust. Then rock, paper, scissors. Okay. So, dann stehen wir einmal beisammen her. Wir haben ja nichts mehr. Ist ja einfach mal alles draufgegangen. Auf unserer Tour. So. Und wenn wir das große Monster da besiegen wollen, sollten wir vielleicht mit ein bisschen mehr Balsam dahin gehen. Scheinbar müssen wir aber auch mehr Rost sammeln. So, denn um die Rempler, um die Schuss. Oh. Dann hätte ich das einmal noch gerne. Okay, zweimal geht auf jeden Fall nicht. Das einmal. Noch einmal. Noch einmal. Aber das war jetzt, glaube ich, für den Schuss. Und teilen finde ich wichtiger. Ah, okay. So. Da können wir nichts mehr machen. Frag mich, wann wir das hier mal benutzen können. Improve what exactly? Okay, wir können noch nichts verbessern. Hier können wir aber was herstellen. Ein bisschen was brauchen wir ja.
brauchen auf jeden Fall mal ein größeres Gepäck. Und mehr Sachen, die wir tragen können. Das ist viel cooler. So. War das? We've already eaten too much. I can never eat too much. Aber kochen geht. So. Das hält uns wenigstens auch. Rein. Ja. Haben wir auch da wieder genug gekocht? Einschalten. Gott, das ist niedlich. So, damit könnten wir auch spielen. Hatten wir hier nicht auch Teddyline? Mache ich gleich. Ah, das können wir lesen. Let's do this. Give me a random page number. 24. Not bad. Yeah. This one is a keeper. Ach, du grüne Neune. Okay. Machen wir das erstmal. Wird auch wieder ein bisschen geheilt. You? Yeah? I see you've brushed your hair in the shower again. How can you tell? It's not draining. Sorry. So, und jetzt schlafen gehen. Dann haben wir, glaube ich, auch alles gemacht, außer das Inspizieren. Die kuscheln da wieder. You. We need to turn off the spud, baby. I had to go last time. It's your turn. It's your spud, baby. It's our spud, baby. But I never wanted it. Well, you should have thought about that. What's mine is yours. That means for better or for worse. You not just drain the batteries once and for all? I am gonna pretend that I didn't hear that. I'm warning you, it's the last time. Sure, sure. Oh man. See, it's not that hard. That's not the issue. Okay. We'll drain the battery. Oh man. Das ist ungefähr so wie mit diesen Peril Friends hier in früher. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Aber wo man sich dann ja auch um diese Viecher da kümmern musste. Ich glaube, da gab es sogar mal welche, die man füttern musste. What are you looking at? The distance between us and the apiary. I wouldn't expect it to change. Exactly. It's comforting. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, brechen wir mal wieder auf.
Wir sind aber noch nicht ganz hochgeheilt. Candisbeer-Marmorkuchen. Komm, essen wir den mal. Go directly to dessert. Do not collect main course. I like this idea. Sorry, I thought this would be plenty. Did you think I was being sarcastic? I really do like the idea. 5 stars. Would do again. So, now I draw? Yeah, this is the end of your turn, so you actually draw 2 cards. My turn. Pick a bobble. You get 2 bobbles. In your dreams. Reverse. Reverse, reverse. Reverse mirror. No, you can't reverse mirror on a reverse, reverse. You need a reverse, 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 or a reverse, reverse mirror. What about boomerang? Boomerang only works when it's your hand. So, now you get 4 bobbles. What? Why 4? That's 2 for the pick a bobble and 1 for each reverse. I'm not sure I understand where this game is going. Come on! It's so fun! I used to play it all the time when I was a kid. Exactly. That's what I'm saying. This is a game for 3-year-olds. There's no real strategy. You just have to draw the right cards. You're only saying that because you're losing. Oh, is that right? Pick a bobble with a boomerang. And don't tell me you have another reverse. No, I don't. I'll draw 2 bobbles, and so will you. What? Why me? Why do I have to draw? Well, you use the boomerang, so it's coming back on you. That's what the boomerang does? I thought you get your card back. Not at all. What's the point of having your attacks coming back? That way you can play a mirror and it goes straight to me. Well, then, reverse mirror. No, just mirror, not reverse mirror. Do you have a mirror? No. All right, then. You get 2 bobbles. Ach du. I request a rule check. I was never given the rules. I had to make them up myself when I was little. There it is. Excuse me? No, nothing. Hier sind die Regeln erstmal selbst ausgedacht. So, wir sind aber kurz vor einem Jubiläum. I'm still thinking about the cocoon we saw coming down. And Ding. I don't think that it was a hornet. Hornets are never sent out on their own. They always come in 3s, like the ones we saw earlier. Sometimes more. I don't like this at all. Maybe we should stay away. No. Not knowing what's in that cocoon is gonna drive me crazy. We have to check it out. Plus, whatever is in there, I say we should find it before it finds us. Okay, gut. Ich dachte, wir würden da jetzt vielleicht auch wieder irgendwas kriegen. Aber dann nicht. Dem ist denn wohl nicht so. Stattdessen würde ich das gerne einpacken. Ich hätte echt gerne mehr Sachen. Essen können wir uns ja Gott sei Dank unterwegs kochen, das ist ja nicht so das Problem. Ugh, we still don't know what was in the last cocoon that fell out of the sky. This is bothering you, isn't it? Yes. So. Machen wir erstmal das hier. Und da kommt sie. Hi, Bobble. Ah! So. Hier würde ich ja rein theoretisch gerne hin. Aber wir gucken uns trotzdem erstmal hier weiter wieder um. Um auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Is this it? That was fast. Da hinten turnt Bubble rum.
Hier müssen wir hin. Aber die Bobanüsse nehmen wir nochmal mit. Wir haben sowieso viel, viel zu wenig an Nahrung. Gesammelten Sachen. Obwohl ich ja schon so viel einsammle. Zumindest denke ich immer, dass ich so viel einsammle. Die Musik hier ist wunderschön. Himbeere. Was? Was? What is this thing? Focus! It shouldn't last long. Okay, wir wissen also nicht, wann es fertig ist, anscheinend. Got your back. Short circuit. Don't move. Okay. Coming. Come on. Loot. Sorry. Ja, was? Ja, was muss ich denn? I owe you one. No sweat. Are you okay? Better say I'm sorry. They're up to something. Bin leicht verwirrt. Careful. He's rebooting. Got it. Nice serve. That's it. You show him. I think he's bugging out. Same as usual. So, I'm überladen. I think I'm gonna need you. Loot. Sorry. Come on. Loot. Dann. Sorry. Come on. Back in the saddle. Got him. No way. He's rebooting. After you. We can dip. Sorry. I'm having a hard time. We need to focus. Mano. I can't get out of this alone. Okay. Das Ding geht mir jetzt tatsächlich ein bisschen auf den Geist. Sowas mag ich ja überhaupt nicht. Also zumindest bin ich sowas von schlechter drin. Herauszufinden, wann ich da... Take cover! Got it! That was just a sample. You stay away! Loot! Same as usual? I'm tired. So tired. Ist das dein scheiß Ernst? Jetzt. Das war doch vorher auch anders. Just a little more. You! Come on! Let's get back at it! Now you! Loot! Perfect! I think we found the key. Ich weiß sowieso, wie es geht, aber es ist nicht ganz einfach, wenn... dann plötzlich so gefesselt wird. You okay? No! Help me! Okay. So. Get ready to rumble. Hallo. What if you stay away? And bam! I felt all of his joints cracking. I think he's bugging out. After you. So, jetzt haben wir's. Jetzt sind sie Geschichte. So, Omni-Rempler. Ach, wir haben sogar zwei Sachen da gekriegt. Und von da komme ich. Da geht's anscheinend zum nächsten. Diese Cremebeeren sind auf jeden Fall cool. So, könnt ihr euch selbst wieder heilen? Irgendwie so ein bisschen? Nein, diesmal tun sie es nicht. Dann, wenn ich brauche. Whoop.
Oops, ja. Target left. Wow. Oh, Blut. What's up? Getting tired? This one's ready. Yep. Are you all right? He lowered his guard. There you go. One to go. Take cover. Meet my boyfriend. Dodge this one. Nice shot. Jo. I got this. You know what to do. Yep. So, das hat ja diesmal wenigstens ganz gut geklappt. Ja, ja, ich weiß. Na, kurz vorm Sterben wieder. So die Richtung. Ich komme auch gar nicht so schnell dazu. Diesen. Was war das? Komische Flash-Ding da zu machen. Gut, jetzt musst du erstmal beruhigen. Don't give up. I'm doing my best. Das ist nicht so viel gebracht. Your turn. On it. Nee, wenn wir genug einsammeln, dann sollte das ja wieder passen. Ja, diese Flutsalve ist das, die ich nicht hinkriege. Zumindest nicht bei Gegnern. Warte mal. That looks back. Meet my boyfriend. Hä? Hallo? That one must have hurt. Yep. Your turn. Got this. Hey, bye-bye. One left. One to go. Also manchmal verstehe ich so die Logik nicht so ganz. Shouldn't we pacify instead? Ja, wir beruhigen es ja auch. Well done. Immer ruhig. The end. So. Kann das Bären. Guti. Uäh. Da war, glaube ich, eben wieder so ein Viech. Ganz schön verwirrend hier gerade. Also mit dem Tälern hier. So, da ist auf jeden Fall noch so ein Viech. Da geht's auf jeden Fall weiter. Why do you think the grass is yellow? You won't believe me. Try me. I have no idea. All clean. So, und die Insel ist gesäubert. Perfekt. So, hier hatten wir das Ding gefunden. Dann können wir jetzt auf den nächsten weiter fliegen. Wandern. Gleiten. Mal gucken, ob da auch so ein schöner Rasen ist. In der Tat. Gut. Ah, hier ist sogar da oben. Ja, perfekt. Da fliegen wir doch direkt als nächstes mal hin. Und ruhen uns dort aus. Hier gibt es aber viele Cremebären. Cremebären sind es ja.
So, und dann werde ich mich hier gleich mal ein bisschen ausruhen. We're here or to go? To go. Too bad. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.